Unsere Reise durch die geteilte Insel beginnt eigentlich mit einem Anruf. Er kommt von Mertkan Hamid aus dem türkisch-zyprischen Famagusta. Er will uns ins militärische Sperrgebiet bringen, das seit fast 42 Jahren türkische und griechische Zyprer voneinander trennt. Mertkan hat gute Kontakte zur nordzyprischen Regierung und ist voller Vorfreude. Nur noch ein paar Wochen, dann werde diese Einöde mit neuem Leben erfüllt. Dann wird ein neuer Checkpoint die Menschen zusammenbringen, das Leben zwischen Griechen und Türken hier einfacher machen, neue Freundschaften ermöglichen, Frieden und Verständnis schaffen. Der 28-jährige türkische Zyprer ist voller Zuversicht. Seit Monaten verhandeln Abgesandte aus Nord- und Südzypern hier über einen neuen Grenzübergang. Bislang aber herrscht am Stadtrand von Famagusta noch das türkische Militär und kontrolliert die Verbindungsstraße Richtung Süden. Mertkan rät deshalb zur Vorsicht, denn noch sind Filmaufnahmen verboten. Solange, bis der Militärposten die Absperrung hier räumt. Wenn hier der kleine Grenzverkehr beginnt, wird es auch Taxis und Mietwagen geben. Möglichkeiten, um schnell ins Stadtzentrum zu gelangen, um sich zu vergnügen. Auf dem Weg zurück nach Famagusta stoppt Mertkan noch bei Sadik und seiner Mutter. Bei einem Café schwelgen sie über eine rosige Zukunft, hoffen auf gute Geschäfte. Der junge Türke kann es kaum erwarten, hier für die künftigen Besucher aus dem griechischen Teil einen Straßenimbiss zu eröffnen. Direkt gegenüber der verbotenen Stadt. So wird hier der ehemals griechische Teil Famagustas genannt. 1974 sind beim Anrücken der türkischen Truppen sämtliche Bewohner geflohen. Bis heute ist auch hier alles Sperrgebiet, auch für uns. Wir verhalten uns vorsichtig, aber trotzdem werden wir nur wenige Minuten später verhaftet, stundenlang vom türkischen Militär verhört. Am nächsten Tag dürfen wir weiterdrehen. Glück im Unglück. Mertkan aber ist verbittert. Im Norden Zyperns kannst du wegen solcher Filmaufnahmen im Gefängnis landen, weil du eine seit 40 Jahren verlassene Stadt fotografierst, in der nur Schlangen und Ratten leben. Dafür wirst du bestraft. Nicht aber jene, die für diese absurde Situation verantwortlich sind. Wir fahren weiter mit dem mulmigen Gefühl, dass Mauern, Zäune und Verbote wohl auch 2016 in Zypern so schnell nicht verschwinden werden. Nächste Station ist Pyla, das einzige Dorf auf Zypern, in dem Griechen und Türken, Christen und Muslime seit 4 Jahrzehnten friedlich miteinander leben, unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Wir fragen nach beim türkischen Ortsvorsteher. Noch im Sommer soll doch im griechischen Teil ein neues Parlament gewählt werden. Wie stehen denn da die Chancen für ein geeintes Zypern ohne Grenzen und Barrieren, für einen neuen Checkpoint als freien Übergang? Große Skepsis. Spricht man mit den Griechen, dann sagen die Verwaltung, die Sicherheit, die Eigentumsrechte. Das ist alles noch nicht geklärt. Wie will man das jetzt in 3 Monaten schaffen? Auch in Pila werden wir mit der Last der Vergangenheit konfrontiert. Mit der Angst vor Vertreibung noch aus der Zeit des Bürgerkrieges. Das große Misstrauen, die Grenzen sind allgegenwärtig, auch in den Köpfen. Dabei könnten die Militärposten auch in der Hauptstadt Nikosia doch längst der Vergangenheit angehören. Einzigartig in Europa trennen hier noch Sandsäcke und Mauern das türkische vom griechischen Stadtgebiet. Das sei doch fast 42 Jahre nach dem Bürgerkrieg unsinnig, meinte ein griechischer Zyprer, der dennoch fest an die Wiedervereinigung der beiden Inselteile glaubt. It needs political will. Wir brauchen politischen Willen, Mut, Einsatz und Führung. Die Führer beider Volksgruppen auf der Insel, der türkischen und der griechischen, wollen sich dafür einsetzen. Deshalb scheint mir dies für die Wiedervereinigung ein günstiger Moment, den wir diesmal nicht verstreichen lassen sollten. Dass die Mauern auf Zypern weg müssen, dafür lernen wir, setzen sich also immer mehr Griechen und Türken gemeinsam ein.
Mertkan betrachtet seine Heimatstadt Famagusta als ein wichtiges Experiment. Der neue Grenzübergang zwischen dem türkischen und dem griechischen Teil könnte Signalwirkung haben für die ganze Insel. Wir haben hier in Nordzypern einen Präsidenten, der an diese Stadt und offene Grenzen glaubt. Wir haben in Südzypern einen Präsidenten, der alles daran setzt, dass nach der schweren Euro-Krise die gesamte Insel auf neuen wirtschaftlichen Beinen steht. Das sind doch beste Voraussetzungen dafür, dass unser Grenzübergang geöffnet wird, dass sich das Leben auf beiden Seiten grundsätzlich bessert. Mertkan hat uns mit seinem Optimismus angesteckt. Auf dieser Reise voller Widersprüche, auf einer Insel, die sich nur mit Mühe vom Schatten der Vergangenheit löst.